Hallo und herzlich willkommen bei Gekonnt Wirken, die Image Akademie. Ich bin Janine, deine Wegbegleiterin und Mentorin für Image und Persönlichkeit im Business. Und du bist ja richtig, wenn du als junge angehende Führungskraft, als talentierter, vielleicht introvertierter Young Professional, als Scanner-Persönlichkeit oder als Solo-Selbstständiger deine Präsenz, dein Image und deinen Auftritt verbessern möchtest, damit du selbstbewusst, souverän und stilsicher auf jedem Business-Level auftrittst, Kunden magisch anziehst oder deine Karriere forcierst. In dem heutigen Video möchte ich mit dir mal darüber sprechen, warum es so wichtig ist, einen klaren Auftritt und einen klaren Stil für dein Image, deine Präsenz, deine Persönlichkeit und deinen Wiedererkennungswert zu haben. Starten möchte ich mit einem kleinen Zitat von Walt Whitman. Um Stil zu erreichen, fange an, Klarheit zu haben. Was meine ich denn damit? Vielleicht ist dir in meinen Videos aufgefallen, dass ich zum Beispiel immer hellblau-weiß oder weiß oder hellblau trage. Und vielleicht hast du dich ja auch schon mal gefragt, sieht das nicht vielleicht ein bisschen langweilig aus? Ich kleide mich doch gerne bunt wie ein V, wie ein Vogel. Und mir ist das einfach gar nicht so wichtig. Aber in der heutigen Zeit, wo Menschen einfach vielleicht nur noch 2, 3 Sekunden Zeit haben, weil die Aufmerksamkeitsspanne ja immer geringer wird, sind, glaube ich, Menschen, die so einen klaren Wiedererkennungswert im Stil, im Auftritt, in der visuellen Wirkungskompetenz haben, ist es, glaube ich, leichter und einprägsamer für unser Auge, weil alles, was so ein bisschen stört im Auftritt, ist, glaube ich, schwierig, um das dann irgendwie zu verankern und dann schalten wir, glaube ich, einfach weg. Vielleicht hast du dich ja jetzt schon dabei erwischt und denkst ja, ja, irgendwie ärgere ich mich irgendwann so über meinen Kleiderschrank. Und irgendwie ist das ja alles so bunt und chaotisch und ich springe immer so zwischen dem einen Stil und dem anderen Stil hin und her und habe eigentlich gar keine Klarheit, weil oftmals passiert das nämlich auch aus 3 Szenarien. Zum einen haben Menschen vielleicht falsche Glaubenssätze. Das hat man aus der Familie übernommen, das hat man aus dem Freundeskreis übernommen. Weil man einfach denkt, ich bin das mir nicht wert, ich habe nicht so eine tolle Figur, das ist ja nicht so wichtig, Hauptsache das, was ich halt gelernt habe, das, was ich studiert habe, das ist ja viel, viel wichtiger und mein Auftritt, das muss der Arbeitgeber oder meine Kunden halt akzeptieren. Weil da hast du dich ja jetzt schon dabei erwischt, weil das hat ganz, ganz viel auch mit dem eigenen Wert halt zu tun. Oder du denkst vielleicht, ich bin eine Frau. Und ich arbeite ja sowieso in der Männerdomäne. Oh, da muss ich aber so streng sein. Und da darf man sich ja nicht so als Frau halt zeigen. Bloß kein Schmuck, lieber kurze Haare oder die Haare halt hochgesteckt. Und lieber immer dieser Schwarz-Weiß-Pinguin-Look. Weil da hast du dich ja jetzt auch schon dabei erwischt. Und dann fehlt dir aber deine Ausstrahlungskraft oder deine Präsenz. Und du weißt gar nicht, wo was du eigentlich stehst. Oder, was auch ganz oft passiert, wir vergleichen uns halt und gucken halt, was die anderen anhaben und wollen das irgendwie so nachmachen. Das machen auch die Modemagazine, wo zum Beispiel uns Frauen immer wieder erzählt wird, das ist nicht so toll und das musst du ändern und das ist jetzt wieder Mode. Was hat ein Coco Chanel schon mal gesagt? Mode ist vergänglich und Stil bleibt. Also, was kannst du jetzt dafür tun, um endlich eine Klarheit in deinen Stil zu bringen? Und weißt du, was das Schöne dabei ist? Ich verrate dir schon mal das Endziel von dem Thema, warum du Klarheit gewinnen sollst. Du sparst halt einfach unheimlich viel Geld, du sparst viel Zeit und du hast einfach morgens mehr Spaß und es ist viel leichter, dass du dich morgens für die Arbeit halt zurecht machst. Also, meine Empfehlung ist, versuch es mal selber, dass du zum Beispiel nur 3, maximal 4 Farben im Kleiderschrank hast. Dann versuche auch anhand deiner Figur, jeder Mensch ist wunderschön, egal ob er jetzt füllige Haare oder so wie ich halt vielleicht nicht so füllige Haare hat, ob man schlank ist oder nicht so schlank ist, ob man groß oder klein ist. Jeder Mensch ist so super ein Traumhaft, jeder Mensch hat seine persönlichen Vorzüge. Versuche auch mal Kleidung zu finden, die dich komplett mit deinem Gesicht halt, mit deiner Halslänge, mit deinen Figurformen, die dich auch wirklich kleiden und die deine Wirkung unterstützen. Und das ist bei jedem total unterschiedlich. Dem einen steht zum Beispiel speziell bei Frauen vielleicht ein Anzug halt oder ein Kostümchen gut oder ein Kleid gut. Und den anderen steht halt einfach irgendwas anderes. Und bei Männern ist es auch so. Also versuche da wirklich eine Klarheit reinzubringen und verabschiede dich vielleicht auch mal von Sachen, wo du wirklich schon mal gedacht hast, ach, das ist ja nicht so schön, aber das war ja vielleicht mal so teuer oder das ist noch so eine Erinnerung an den einen oder anderen Anlass. Das hat nichts mit Klarheit zu tun. Und werde dir auch klar,
wofür du stehst, was deine Markenpräsenz ist, wofür du auch wahrgenommen werden möchtest. Weil bei mir ist es zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, halt, dass du es ein bisschen besser verstehst, bei mir ist es halt so dieses stilsichere und diese kleine Extravaganz und dieses Feminine. Deswegen habe ich auch immer diese leichten, pudrigen Farben, weil ich diese Strenge einfach gar nicht bin. Ich bin so ein sehr einfühlsamer, sehr empathischer Mensch. Und da würden dunkle Farben, das würde dann, glaube ich, ganz komisch aussehen. Vielleicht wie so ein, ja, keine Ahnung, Menschen vielleicht erschrecken oder so. Also versuche auch wirklich die Farben zu finden, die wirklich deine Werte halt darstellen, die auch zu dir in deinem Business oder in dem, was du machen möchtest oder wie du dich auch im Internet präsentieren möchtest, die das wirklich verkörpern. Dann finde auch Formen in der Kleidung und immer so Wiederholungsstücke. Also wie gesagt, bei mir, ich habe drei oder vier verschiedene hellblaue Bläser. Sieht es vielleicht immer so aus, ach, die Frau Pütsch oder die Janine hat ja vielleicht gar nicht so viel im Kleiderschrank. Aber das stimmt halt nicht. Und das ist, glaube ich, auch immer noch so ein Glaubenssatz, diese Angst. Ja, dann denken ja die Menschen, ich habe ja gar nicht so viel zum Anziehen. Da geht es denen dann was an, was du zum Anziehen im Kleiderschrank hast. Also das ist totaler Bullshit, ne? Also versuche wirklich die Klarheit auch zu entwickeln, weil dann ist es für dich auch leichter, klarer rauszugehen, da klarer deine Botschaften zu verpacken. Oder einfach auch wirklich mal in die Sichtbarkeit zu gehen. Und wenn du Fragen hast oder dich das Thema interessiert, dann buch dir doch gerne mal ein Klarheitsgespräch, so ein Strategiegespräch, wie auch ich dich dabei unterstützen kann, dass du mehr Klarheit in deinem Stil, in deinem Auftritt und in deiner Persönlichkeit entwickeln kannst. Ich verlinke dir das hier unter dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, ein Weiterliken, ein Teilen oder wenn du es einfach kommentierst. Und bis zum nächsten Video, deine Janine.